はい、皆さんこんにちは、りなです。今日は面白い企画ですよ。今日は両親に納豆を食べさせてあげたいと思います。あの顔でも見える通りにすごい楽しみにしてます。もう両親もどうでしょうという感じで、まあ今日は3人でこの納豆をちょっと食べたいと思います。佐藤のご飯も用意しましたので、もう本当に日本人が食べてるみたいな感じの朝ごはん的な納豆ご飯を作りたいと思います。 OK、 also you take 納豆 like your shotBegeisterung. Wir können ja hier erstmal anfangen. Wie findet ihr, sieht das aus? Das sieht erstmal lecker eigentlich aus. Eigentlich lecker. Eigentlich. Genau. Also, Natto wird im Normalfall immer in so 3 ja, Packs verkauft. Und der Packer hat irgendwas ausgesucht mit einer Eier-Sojasoßen-Soße. Ah, okay. Ich esse ja, wie gesagt, kein Natto, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir mal pures Natto, also mit reinen Bohnen, ohne Soße, probiert haben. In dem Hotel in Hakone bei einem Essen dabei hatten. Genau, da gab es so ein Frühstück. Ja, genau. Ich weiß es nicht mal, Frühstück. Und es war so ein kleines Teil. Und das haben wir aufgemacht und probiert. Und wie war das? Nicht gut. Nicht gut. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Soße ist, vielleicht ist es da ja anders. Also wie gesagt, ich kenne mich wirklich nicht aus, deswegen werden wir jetzt das zusammen herausfinden, wie das funktioniert. Aber die Verpackung alleine. Ach, das ist ja nochmal verpackt. Nein, das hier ist die Soße. Ah, okay. Und das hier. Ist das Natto? Ist das Natto. Genau, so kenne ich das vom Aussehen. Genau, vom Aussehen, ja. Und riecht es schon? Nein. Also riechen tut es irgendwie, was ich kenne, aber es gehört nicht zu den schlechten Gerüchen. Also doch, es riecht nicht gut. Es riecht nicht gut? Nee. Also es riecht. Also ich finde, es riecht so ein bisschen käsig oder so. Nee. Auch hefig. Ja. Wie Hefe ein bisschen. Ja, aber es riecht. Irgendwie nach irgendwas, was ich kenne, aber ja, kenne ich das von Blabla? Mach mal die Soße drauf. Ja, also die Frage ist jetzt nämlich, wie man das macht. Ich weiß es nämlich nicht so genau. Schauen wir mal. Also hier steht auf warmen Reis. Nee. Genau, also wir haben hier warmen Reis. Das ist schon mal der erste Schritt. Fertig. Das ist ein bisschen scharf. Das ist richtig guter Reis. Und könnt ihr den Reis mal so, wie er ist, probieren. Das ist guter Reis. So guten Reis kriegst du in Deutschland nicht. Ich kann das mit dem nicht essen. Mir flutschen die da vorne. Gambale, gambale. Ein Reis ist ja auch nicht einfach zu essen mit Stäbchen. Doch, wenn man sich so einen Kunden da nimmt, schon. Nee, ich bin den nicht. Also überhaupt kein Salz, nichts dran, ne? Nein, genau. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, wie man Natto macht. Also offensichtlich ist Natto so offensichtlich, dass es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Also einfach drüber kippen. Weil alle Japaner kennen sich aus. Mhm. Also die Frage, die ich mir stelle, man muss das gut mischen. Die Frage ist, muss ich das erst mischen und dann die Soße drauf machen oder erst die Soße drauf machen und dann mischen? Keine Ahnung. Erst die Soße drauf und dann durchmischen. Genau. Aber nimm bloß die Hälfte oder ein Viertel oder so. Warum? Ich glaube nicht, dass wir das. Und die anderen zwei sollte man im Kühlschrank tun, oder? Ja. Dann gib sie mir her, dann tue ich sie schnell im Kühlschrank. Ja, der Tacker isst sie ja, oder? Ja. Also irgendwie. Ich glaube, man hätte das so. Keine Ahnung. Vorher mischen wir. Normalerweise muss das so zäh sein. Die sind irgendwie nicht zusammenhängend. Vielleicht, wenn du es auf den heißen Reis tust, dass dann das Ei gestockt oder sowas. Das ist kein Ei, oder? Es ist Eiersoße, es ist kein Ei. Ja. Nein, also normal, da siehst du schon, es schäumt so ein bisschen. Aber eigentlich, das zieht sich überhaupt nicht. Stimmt.
Also irgendwas ist hier falsch. So, und dann packen wir das mal hier auf den Reis. Wer will zuerst probieren? Der Papa. Kein Kommentar. Wir haben es ja damals pur gegessen. Also normalerweise isst man das entweder mit Sojasauce. Ich glaube, du brauchst wieder viel. Also wenn ich Hunger hätte, dann würde ich es wahrscheinlich schon essen. Ja, ganz, aber ganz schlimm finde ich es auch nicht. Also es gibt so viele Leute, die dann so übertreiben und sagen, ach, das ist so eklig. Und nein, das Pure, was wir damals hatten, das war wirklich an der Geschmacksgrenze. Es schmeckt ein bisschen intensiver, als es riecht, finde ich. Ja, noch intensiver. Es schmeckt wahrscheinlich über die Soße doch sehr salzig. Ich kann das eh nicht essen. Ich glaube, du nimmst besser einen Löffel. Ja. Wir wollen dich leiden sehen. Nimm mal einen Löffelchen. Vor allem, die sind so rutschig, die Stäbchen. Nein, die sind nicht rutschig, Mama. Die sind unrutschig. Für mich sind sie rutschig. Du musst schon auch Bohnen essen. Nimm mal einen Löffelchen. Ich bin mal mutig. Mit viel Bohne. Boah, der schmeckt nicht. Nee. Wie, boah, das schmeckt nicht. So schlimm. Ja, schlimm. Naja, schlimm ist. Doch, für mich ist es schlimm. Ja. Ja, boah. Käse oder? Nein, aber nein, es hat sowas Muffiges und das mag ich nicht. Ja, mei. Also, die Japaner, da scheiden sich ja die Geister auch bei Natto. Ich trinke. Und es gibt sehr viele Leute, die das ganz toll finden und dann gibt es andere Leute, die das auch ganz schrecklich finden. Also ganz schrecklich finde ich es jetzt nicht. Doch, ich schon. Die auch entscheiden könnte, dass ich den Reis nur mit einem überschlagenen Ei oder sonst wie, also dann wähle ich das. Ja, ich auch. Der Taka zum Beispiel, der steht da ja mega drauf. Und in den Convenience Stores werden so die Sushi-Rollen mit Natto verkauft. Und wie gesagt, das ist so das typische Frühstück, was die Japaner so essen. Oh, das wird so nicht zum Frühstück. In der Früh. Also, oh mein Gott. Also ich kann zum Frühstück vieles essen, auch Pizza meinetwegen. Aber kein Natto. Pizza kann man den ganzen Tag oder auch zum Frühstück sehr lecker. Aber oh, Lena, schmeckt's. Also ich finde, durch die Soße kommt von dem Natto das endlich so viel durch. Man gewöhnt sich dran, finde ich. Ja, am Anfang ist es nicht schlimm, es kommt danach so. Käse. Wisst ihr, wie man Natto macht? Es wird fermentiert. Genau, also es sind gekochte Sojabohnen mit so einem Bakterium und es wurde früher immer Reisstroh eingeschlagen und dann hingelegt und fermentiert. Und in der Sonne oder nur temperiert und im Schatten oder wie wird also, das? Also das brauchst du nicht in die Sonne tun, nicht unbedingt in die Sonne tun. Das hat man beim Sauerkraut ja auch nicht aber gemacht. Beim Kakao wird das fermentiert in der Sonne. Lena isst den Natto auf. Ne, aufessen tue ich es nicht. Ich esse, wenn der Taka Natto bestellt, immer so einen Bissen. In der Hoffnung, dass ich mich irgendwann dran gewöhne. Aber es ist natürlich sehr gesund, Natto. Genau. Das ist das Problem. Ich würde es ja gerne essen, weil ich nehme ja Natto-Kinase zum Reinigen der Adern. Ja, es ist ein Superfood. Also musst du es jetzt ausessen für die Gesundheit. Superfood. Also das ist eins der Superfoods, das ich nicht essen würde. Ich auch nicht. Es sei denn,
Es sei denn, es gibt das Versprechen, die Arterien sind dann blitzeblank. Dann würde ich mir so eine Packung antun. Eine Packung ist es nicht getan. Eine Packung am Tag? Keine Ahnung. Die Japaner, sagt doch immer, die Japaner sind so gesund und sie leben so lang. Vielleicht liegt es am Natto, Mama. Ja, möglicherweise. Das kann schon sein. Oder auch am... Am vielen Fisch, an den Algen und so weiter. Genau. Und an den Buchweizentee. Also ich sag mal, das führt bestimmt auch dazu, dass Japaner älter werden oder länger gesund sind, was ihre Arterien angeht. Ich glaube, da muss man schon, das ist ähnlich wie mit Schimmelkäse. Ja. Ich glaube, wenn du da nicht frühzeitig daran gewöhnt wirst. Nein, auch bei Schimmelkäse sagt man ja, dass man... Es geht. Je mehr man das isst, desto besser wird es. Je länger, es wird besser. Schon, oder? Genau, da ist nochmal. Es wird besser. Das wird besser. Nein. Mama sagt auch, es wird besser. Also aber mit diesen, hier stimmt irgendwas nicht, weil es zieht keine Fäden. Das ist ganz komisch. Wir werden den Tacker fragen. Mhm, genau. Du wünschst dir nicht, dass ich dir von jetzt an Natto mitbringe, obwohl es so gesund ist, Mama. Nein, lieber einen guten Tee. Genau. Grüner Tee ist auch sehr gesund. Grüner Tee, also, genau. Die Japaner nehmen alles zu sich, was wirklich sehr gesund ist. Mhm. Grünen Tee, Natto, Algen, Fisch. Mhm. Ja, das hat schon seine Wichtigkeit, dass sie so alt werden. Mhm. Wir essen halt viel zu viel Fleisch und ungesunde Sachen. Also nein, Reis gehört ja wahrscheinlich auch noch dazu, dass die eben ihr Reis als Weizen essen. Ja. Weizen ist auch nicht so toll. Deshalb, die essen ja Buchweizennudeln auch, was auch sehr gesund ist. Ja. ここでこの動画を終わりにします。楽しかったでしょうか？楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。